Ja. Ich dachte schon so. Beim Übel habe ich alles falsch gemacht. Das da ist eine Schlampe. Bianca. Sag was. Oh, okay. Ich mag dich. Und du bist der Luke. Jo. Yes. Und die kennen wir schon. Ja. Letzten Mal. Ein bisschen langweilig jetzt. Ja, echt mal. Hi. Und die Person kennen wir auch. Ja, es tut mir sehr leid. Und mich kennt ihr auch noch. Einfach mit ganz viel Make-up probieren. Jo, wir drehen jetzt gleich, morgen. Aber wir bauen auf. Das ist das Northside Hauptquartier. Man merkt das, Danny nicht mit einer Kamera, mit einem Stativ umgehen kann und mit einem... Was? Keine Ahnung von gar nichts. Genau. Danny gibt sogar zu, dass er keine Ahnung von gar nichts hat. Das sieht nicht richtig aus. Scheißdreck, wie macht man denn das? Ihr müsst so heiß sein wie meine Haare. Geheimnisvoll, zugleich so wie der Tod. Und da kann ich nicht mehr. Sie als Marianne. Ach, du brauchst meinen Text ja gar nicht. Nee, ich hab meinen Text selber. Hallo? Sorry. So, offensive. Bah! Damit wirst du dich abfinden müssen, wenn das hält. Was? Was? Ich versuch das mal so ein bisschen zu erklären, ja? Ja. Der Pott an sich klingt relativ weich, aber du hast diese harten Vokale drin, ja? Das K und das T. Okay. Die sind Konsonanten. Genau, das sind Vokale, okay? In meiner Welt sind das Vokale. Du verstehst, was ich meine? Willkommen in der Northside. Wir sind die Northsider mit ein paar Westsider hier. Das ist übrigens sehr lustig, weil das passt viel besser jetzt. Das ist unser Übergangsfeuer. Also bin ich jetzt quasi Z als Marianne. Danny spricht Englisch. Marianne-Text. Das ist ziemlich selten hier. Bilingual, trilingual. Die meisten wissen nicht mal, wie man schreibt. Das Konsonanten! Nenn ihn gerne Pubukel. Das hört so schnell nicht mehr manchmal auf. Manchmal auch wir sollten mal schauen, was wir haben. Hallo? Konsonanten? Ich wurde gerade mit einem Kirchengesang zum Beispiel. Wir reden hier gerade über Konsonanten, wie zum Beispiel A, E, I, U. Da müssen wir halt extra gut aufpassen und so. Was vergessen? Ö und Ü und Ö. Aber jetzt werden wir mal zu schlecht schreiben. SZ? Ja. Das ist alle doof. Und bis dahin müssen wir einfach gut aufpassen. Und jetzt nochmal von der anderen Seite. Jo, hier geht's jetzt in die Küche. Mal gucken, ob da irgendwer ist. Nö, okay. Ich bin halt mega cool. Das sieht aus wie so, weiß ich auch nicht. Was machst du? Peace. Okay. Hier sehen wir einmal. Gar nicht mehr aus wie er. Andy. Der Mike schminkt. Und da hinten haben wir einmal Niki, die Nico stylt. Da kannst du ja nicht alleine, der Arme. Da kannst du nicht mal alleine umziehen morgens. Wenn er mich nicht hätte, würde er nackt zur Arbeit gehen. Habe ich nichts gegen. Ich auch nicht. Oh wait, I'm lesbian. Vergiss es. Also, ich habe trotzdem nichts dagegen. Du solltest dir ein paar Brüste anschaffen, mein Lieber. Bitte. Nico! Da ist unser Tonmann! Hi. Hey! Schachbuddy! Einmal kurz, Leute, das ist Simon. Simon ist ein Zauberer. Hallo, Simon. Der hat uns im letzten Film. Zauberer oder ein Zaubererer?
Zauberer. Okay. Er hat im letzten Film den Ton gemacht. Ganz großartig. Nein, du hast den Ton gemacht. Du hast für den guten Ton gesorgt. So, unser Magic Man. Hallo. Genau. Möchtest du irgendwas der Kamera sagen? Ah, ich trau mich doch so manchmal nicht. Was? ich bin gespannt. Sie sind erleuchtet. Danny steht da schon ganz schön wie eine Diva, ne? Katie, was machst du da? Ich film meinen Freund. Ich kann da nicht hingucken, Das ist die Höhe. Oh Gott, hast du gerade. Ich hab gerade voll süß geguckt. Ach so, okay. Und jetzt, nochmal! Nein! Hilf mir mal! Nein! Ich bin gestorben. Was ist eine Spielzeugpistole? Oh ja, was für eine Spielzeugpistole? Hilfe! Nein! So, so nimmt man Mike die Waffe ab. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, wie. Danny macht das genauso. Danny macht das genauso? Ja. Und so geht's dann weiter. Und was jetzt passiert, wollen wir unseren Zuschauern lieber vorenthalten. Komm. Was sagst du? Okay. 50 auf sie fallen jetzt um und machen rum. Fallen auf 25 gehören dir und es geht weiter. Das Match bleibt spannend. Wir haben Danny vs. Mike. Danny vs. Mike. Es geht um eine Pistole. Und da kommt. Wollen wir vielleicht anfangen zu drehen? Pistole. Bitte. Versuchen Sie aus dem Schussmann zu holen. Filmen Leute bei der Arbeit. Gar nicht geplant, aber normalerweise ziehe ich nicht immer geplant aus vor der Kamera. Aber das war wirklich mein erstes Mal, dass es die müssen wir halt nochmal nach. Beautiful. Amazing. Mehr davon. Mein Dino! Danny hat sich um das Armband, Dino-Armband seiner Freundin gekümmert. Ja, ich halte es fest. Siehst du? Da ist Danny, da ist der Arm mit dem Armband. Das ist der Arm mit dem Arm. Ja, und da ist die Freundin. So, ich bin hier mit dem toten Leader der Northside und ich bin random Northsider Nummer. Darf ich Nummer 1 sein wenigstens? Random. Ja, okay. Ja? Random Nummer 1. Und wir machen gerade ein bisschen Making-of-Video. Ja. Sie ist tot, ich krieg Husten. Die spielen Billard. Ja. Cool. I don't know, Stockfight. Stockfight. Und wir gucken mal, was wir hier Schönes finden. Zum Beispiel Pizza. Und auf was? Im Northside Hauptquartier wartet ihr auf Pizza. Mike Garden bezahlt die Pizza. So Betrag eingeben. Gib mir niemals eine Kamera in die Hand. Ich höre nicht auf, damit rumzufuchteln. Aber das ist genau das, was wir brauchen. Ja, eigentlich ist genau das, was wir brauchen. Behind the scenes. Ich habe gerade filmisch festgehalten, wie Niki aufs Maul fliegt. Eigentlich wollte ich sagen, wie Mike die Pizza bezahlt, aber... Ich habe nicht gerechnet, dass der Ledermantel gerutscht hat.
dir nicht, aber. Ja, weil ich schulde Danny noch eine Pizza. Der hat mir nämlich vor fast einem Jahr eine Pizza auf die Arbeit geschickt, weil ich so Hunger hatte. Ja, das ist schon sehr nett von dir und du gehst arbeiten? Ja. Okay. Duck Tank! Woo! Wir sind durch für heute! So, Tag 3. Hier vorne wird Andy einmal wieder zu Andy gemacht. Von Niki. Nico, sag mal. Ich wurde gerade mit ekligen Wattepads beworfen von Andy. Der Sau. Andy ist so gefährlich, er wirft mit Wattepads. Mami kriegt von so einem Mann Liebe. Das sieht jetzt vielleicht böse aus, aber Mami ist ganz doll krank. Und ich stecke mich ganz leicht bei sowas an. Ich habe mich bestimmt schon angesteckt. Du hast dich 100%ig schon angesteckt. Den ganzen Tag zusammen. Nee, du hast dich angeschickt. Ich bin auch noch. Hey. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, die erzählen schon. Es sieht auch so erkältet, wie ich das mit dem auswachen würde. Der wird gleich 4 Stunden mit mir im Auto sitzen. Möchtest du dir die vielleicht ausleihen? Ja, das ist gut. Unsere Joe ist gestern Nacht noch angekommen. Wir hätten ein Video davon machen sollen, wie wir verzweifelt versucht haben, deinen Topf zu machen. Das wäre witzig geworden. Wir sind nicht immer fertig, soweit ich weiß. Ja, nein. Machen wir gleich. Meine echten Haare. Ja, wenn du die schwarz gemacht hättest, hätte das funktioniert. Wir färben sie eben schnell noch. Bestimmt. Objection! Hold it! Das sieht so scheiße nach Pokémon aus. Danny, ich wähle dich! Nico steht dann so als Arena-Leiter mit Niki. Danny, setze Abtasten ein. Danny hat gezögert und hat sich vor Scham selbst verletzt. Niki, die Northside aufräumt. Guck dir die Northside an. Ich bitte dich, wir kriegen hohen Besuch und keine Sau kümmert sich drum. Weißt du, Nico spielt Billard um die Northside. Es ist so ein klassischer, verdammter Sonntagmorgen. Oh. Hakuna Matata, da kommt schon. Diesen Spruch sag ich gern. Ja, genau. Hakuna Matata. Komm, komm. Gilt stets als modern. Das war nicht so schön. Das heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Ich bin umringt von Idioten. Und sagt Mike, am Ende zählt nicht, wenn irgendwer übernimmt. Was ist umringt oder umrungen? Nie umringt. Aha. Oh, Mike. Komm, Mike. Das war doch mal dieses Wort, das du nicht schreiben kannst. Konzentration. Oh, der. Kuhn, guck mal, ich hab 2 B geguckt. Come on, Mike. Ich sag jetzt einfach mal, das lag an mir. Gern geschehen. Ja.